Ja, auch Nancy Faeser hat uns besucht. Auch wir haben versucht, ihr deutlich zu machen, unter welchen bestimmten Bedingungen bei uns viele Kinder, auch deutsche Kinder übrigens, die schon lange hier leben müssen. Aber das alles hat wenig gebracht. Es hat nichts genutzt. Also die Medien berichten über... Hat sie sich interessiert für ihre Themen, Ihrer Meinung nach? Nicht wirklich. Also das allerschlimmste Beispiel war, als Lisa Paus bei uns war. Die ist durchs Haus gelaufen und hat dann als ersten Satz den Gründer der Arche angesprochen: Wie viele Gottesdienste lesen Sie denn so in der Woche? Also eine vollkommen planlose Frage. Sie hat sich nicht über die Kinder informiert. Sie hat nicht mit Kindern gesprochen. Sie wollte ein paar Fotos machen für ihre PR-Zwecke. Die Medien schreiben ja inzwischen und zeigen jeden Tag die Problematik, die wir in unserem Land haben. In der Politik ist dieses Thema nicht angekommen.